Ja, 400.000 neue Wohnungen, das war am Anfang. Schaffen wir das irgendwann? Das ist die Frage heute an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Schön, dass Sie da sind. Einen guten Abend. Und an Thomas Heilmann, Bundestagsabgeordneter von der CDU, den manche erinnern, weil er kurz vor dem Sommer das sogenannte Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, kurzerhand gestoppt hat, mithilfe des Bundesverfassungsgerichts. Schönen guten Abend auch, Herr Heilmann. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und wir gehen mal in die Zahlen. Also Frau Geiwitz, 400.000 Wohnungen pro Jahr, das ist gerade 2 Jahre her. Es gibt eine Studie, die ich gerne Ihnen und dem Publikum zeigen möchte, wie weit die Regierung dieses Ziel vermutlich verfehlen wird. Also wir haben hier ganz oben diese Marke 400.000 und sehen, dass in den letzten 10 Jahren wir sehr weit davon entfernt waren. 22, also letztes Jahr waren es 295.000. In diesem Jahr, sagt eben diese Studie, landen wir vielleicht bei 223.000. Im nächsten Jahr sogar noch weniger, 177.000. War das naiv, 400.000 Neuwohnungen zu versprechen? Das war auf jeden Fall ambitioniert und in einer Zeit, wo die Rahmenbedingungen natürlich ganz andere waren. Das war zu einem Zeitpunkt, wo Bauen relativ gut finanzierbar war. Und wir haben in Deutschland jetzt 2 Probleme. Das eine sind die strukturellen Probleme. Wir bauen viel zu lange, viel zu teuer. Und zu diesen strukturellen Problemen ist jetzt noch eine kurzfristige Krise gekommen aufgrund des Zinssprungs. Deswegen ist erstmal mein Ziel, dass wir stabil durch diese Krise kommen. Dieses Paket, was wir am Montag verabredet haben, soll dazu dienen, insbesondere im nächsten Jahr ganz viel Nachfrage zusätzlich auch zu generieren, damit die Bauwirtschaft die Kapazitäten nicht abbaut, weil wir brauchen die unbedingt. So, aber die Frage bleibt ja trotzdem, was man verspricht, weil Sie bauen damit eine Erwartung auf. Und der Kanzler hat das gesagt mit den 400.000. Er hat aber vor einem Jahr, als diese Krise schon Anlauf genommen hat, als es schon einen Krieg gab, als die Zinsen angefangen haben zu steigen, als die Inflation stieg, hat er das nochmal wiederholt. Und er hat gesagt, wir müssen das erreichen und wir müssen es lange und kontinuierlich fortsetzen, in dieser Größenordnung zu bauen. Und ich glaube auch, dass das gehen wird. Also ist das nicht fahrlässig, wenn man schon sieht, wie die Entwicklung ist, das einfach nochmal zu versprechen? Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir ein Kapazitätsproblem in Deutschland haben. Wenn wir das Jahr 2021 nehmen, da hatten wir noch super niedrige Zinsen und wir hatten eine ganz große Nachfrage und wir haben trotzdem nur 300.000 Wohnungen gebaut. Ja, eben. Und warum verspricht man dann am Ende des Jahres 2022 nochmal genau dieselbe Zahl? Weil wir diese Wohnungen brauchen. Das weiß ja jeder, der versucht, eine Wohnung zu bekommen. Wir müssen dringend die Kapazitäten der deutschen Bauwirtschaft erhöhen und demzufolge müssen wir strukturelle Reformen angehen und zwar serielles, modulares Bauen. Ich würde das nicht als Container bezeichnen. Das ist wirklich heutzutage eine Form, wie man schnell auch mehr bauen kann und auch flexibler in den Grundrissen ist, schneller in den Bauzeiten. Und wir müssen den Einstieg in die Digitalisierung schaffen. Okay. Das sind alles Bedingungen, wie wir mit der gleichen Anzahl von Fachleuten auf der Baustelle deutlich mehr bauen als bisher. So, das klingt jetzt weniger wie ein Versprechen. Ist das, wenn man das nochmal wiederholt, unter den Bedingungen, Herr Heilmann, und Sie kennen sich da ein bisschen aus, als ehemaliger Berliner Senator auch, fahrlässig, das nochmal zu versprechen, Ende letzten Jahres? Also fahrlässig ist ja eine juristische Kategorie. Okay, ich weiß jetzt der Jurist von mir, vielen Dank. Ja, aber es war jedenfalls ein leichtsinniges Versprechen, das er sicher nicht halten wird. Und das ist nicht gut für Deutschland. Und die 14 Punkte, die jetzt am Montag präsentiert worden sind, helfen die, diese 400.000 Wohnungen jetzt hinzukriegen? Die helfen, da steht auch viel Richtiges drin, aber sie werden den Abwärtstrend, den wir leider haben, nicht stoppen. Weil? Ja, weil es mehr braucht. Also erstens sind ein Teil davon reine Absichtserklärungen, bei denen die Länder noch mitmachen müssen und mal gucken, ob wir das in dieser Legislaturperiode überhaupt alles rechtlich umgesetzt kriegen. Und wenn es noch nicht mal rechtlich umgesetzt wird, dann wird es leider auch nicht sich in den Wohnungszahlen darstellen. Und wir haben ja vergleichbare historische Ereignisse. Nach der Wende hat die damalige Regierung Kohl die Sonderabschreibung nicht auf, wie jetzt diskutiert, 6, sondern 50% gesetzt. Mit dem Ergebnis, war 8 Jahre lang gültig bis 98, dass eigentlich ganz Ostdeutschland einmal durchsaniert wurde. Über 5 Millionen Wohnungen wurden neu gebaut oder vollständig saniert. Also die Krise hat schon also die jetzige aktuelle Krise, für die die Regierung nur teilweise was kann.
Die hat schon ein Ausmaß, dass ich mir Sorgen mache, dass die Maßnahmen einfach nicht ausreichen, um es wirklich, das ist ja auch das, der allgemeine Tenor, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Man hätte ihn lieber vor einem Jahr schon machen sollen. Zu spät, zu wenig. Ja, nicht, das ist ja so, wenn so eine Krise sich vergrößert, die ernährt sich ja auch aus sich selber heraus. Deswegen brauchst du, glaube ich, jetzt ein noch stärkeres Stoppschild. So, noch stärkeres Stoppschild. Haben Sie ein Jahr zu spät reagiert? Ja, zu spät und zu wenig ist natürlich immer der Lieblingsvorwurf der Opposition für alle Fragen. Wir müssen sehen, dass sämtliche Subventionen im Baubereich natürlich auch immer einen Preiseffekt haben. Ach. Und wenn Sie in einer Situation, wo die Kapazitätsauslastung hoch ist, oben auch noch Milliarden an Subventionen reinschütten, dann wird nicht mehr gebaut, weil die Kapazität ausgelastet ist, sondern es ist einfach so, dass die Preise nach oben gegangen sind. Und das ist passiert in den letzten Jahren. Deswegen gucken wir ganz genau die Kapazitätsauslastung der Bauwirtschaft an, auch die Kurzarbeiterzahlen, weil wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass es Abbau von Kapazitäten gibt. Aber wir dürfen auch nicht mit staatlichen Subventionen die Preisspirale noch weiter antreiben. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir gehen rein und zwar mit schnell wirksamen Maßnahmen, zum Beispiel der AFA ab 1. Oktober. So, das ist diese Förderung sozusagen für? Naja, wir haben jedes fünfte Handwerksunternehmen in Deutschland beklagt sich, dass es bereits Stornierungen hat. Deswegen ist meine These natürlich, wir sind ja dazu da, in unserer Rolle nach der Verfassung die Regierung zu kritisieren. Aber sozusagen die Stornierungen sind da, die Baustoppe sind da und deswegen wäre es früher besser gewesen. Das ist einfach so. So, es gibt natürlich, wenn man sich die Punkte rausholt und jetzt mal diese herausholt, über den sich die Umweltverbände so beklagen. Also es gibt massive Kritik daran, dass man jetzt sagt, es gab mal einen Standard, den man noch höher setzen wollte, was einfach Dämmvorschriften und eben energiegerechtes Bauen angeht. Das machen Sie jetzt nicht. Der Bund sagt, das ist nicht akzeptabel und die Deutsche Umwelthilfe sagt, das angebliche Entlastungspaket ist eine Kampfansage an Klimaschutz im Gebäudesektor. Ist Naturschutz, ist Klimaschutz, Entschuldigung, jetzt nicht mehr so wichtig? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass wir uns aber in eine technisch sehr verengte Lösung im Baubereich entwickelt haben, indem wir die Häuser immer stärker gedämmt haben und sozusagen die Summe der Energie gesenkt haben, die man braucht, um die Häuser zu heizen. Das führt irgendwann zu sehr technischen Lösungen. Sie müssen die Wärme rückgewinnen, sie müssen die Lüftung passiv machen. Und gleichzeitig haben wir aber komplett außer Acht gelassen, was wir für CO2 für das Bauen der Häuser brauchen. Mhm. Das heißt, wenn Sie ein Holzhaus bauen mit Lehm, Dämmung und Innenausbau aus Stroh, hat das gar nicht viel gezählt. Wichtig war nur die Frage der Energieeffizienz. Und deswegen sage ich, wir müssen wieder in eine Richtung gehen, wo wir größere technische Möglichkeiten haben und einen Anreiz setzen, zum Beispiel mit nachhaltigen Baumaterialien zu arbeiten, mit Recycling-Baumaterial. Ja. Und das gibt dann auch Häuser, die sind nicht so Hightech, sondern wieder Lowtech. Und wir können die gleiche Summe CO2 sparen, aber dann mit einfacheren Mitteln. Ja, Herr Heilmann? Weil ich vorhin kritisiert habe, ja, da hat sie ohne Wenn und Aber recht. Weil Sie es auch zu scharf finden, obwohl Sie Klimaunion sind. Das heißt, Sie sind derjenige bei der CDU, der sich darum kümmert, dass der Klimaschutz eingehalten wird. Ich bin es Gott sei Dank nicht alleine. Aber die, Klimaschutz ist natürlich wichtig. Aber wenn wir mit klimaneutraler Energie heizen, ist die Frage der Energieeffizienz immer eine Frage des Mitteleinsatzes. Und der BUND hatte den Punkt nicht recht. Wenn man überhaupt was an deren Kritik ernst nehmen muss, dann ist, wie sanieren wir die Häuser, die heute einen besonders schlechten Energiestandard haben? Das ist eine ernsthaft wirklich wichtige Frage. Aber der Kritikpunkt zu sagen, wir machen jetzt weiter mit dem sogenannten Energiestandard 55 und gehen nicht auf 40 runter, das halte ich für richtig und die Begründung von Frau Gabitz teile ich auch. Obwohl natürlich diese Regierung gebunden ist an sehr verbindlich vorgegebene Ziele, was den CO2-Ausstoß angeht, auch im Gebäudesektor. Glauben Sie, diese Regierung wird das dann überhaupt noch hinbekommen, die zu erreichen? Das GEG, das wir ja gestoppt haben, also das sogenannte Heizungsgesetz, ist ja nicht nur zuletzt auch deshalb dann gemacht worden, damit man diese Ziele erreicht. Also wir müssen jetzt zwei Dinge auseinanderhalten. Im Neubau hat schon die Große Koalition, also wir nicht als Personen, aber die Große Koalition, Ölheizungen im Neubau ganz verboten. Und natürlich ist es im Neubau richtig, eine Luftwärmepumpe zu machen. Und wenn wir dann den Strom klimaneutral haben, dann haben Sie ein CO2-frei betriebenes Haus, völlig unabhängig davon, ob der Energiestandard 40 oder 55 ist. Okay. Deswegen ist das für die Klimaschutzziele völlig in Ordnung, wenn wir das klimaneutral heizen. Sind Sie jetzt nicht gegen alles, was Sie machen? Nein, das ist ja nur Physik. Also mit Physik kann man nicht viel diskutieren. Ja.
Die Baubranche sagt, sie baut nicht, weil es zu teuer ist. Wie groß, glauben Sie, ist der Einfluss dessen, was die Baubranche beklagt, durch dieses Gebäudeenergiegesetz, das Sie ja gemeinsam mit Herrn Habeck auf den Weg gebracht haben? Also die Kostensteigerungen sind in ganz unterschiedlichen Bereichen in den vergangenen Jahren gewesen. Zum einen durch staatliche Auflagen auf Bundesebene, indem wir zum Beispiel die Energieeffizienz nach oben gesetzt haben. Der andere Punkt ist natürlich, dass die Bundesländer die Grunderwerbsteuer von 3,5% immer mal schön nach oben gesetzt haben auf 6 und noch höher. Und dann haben die Kommunen natürlich gesagt, es wird gebaut wie Hulle, ich muss ja eine neue Schule haben, ich brauche die Straße. Ja. Da kann der Projektentwickler doch diese Nebenkosten bitte schön auch tragen. Das heißt, alle drei staatlichen Ebenen haben mit guten Gründen gesagt, also die Immobilienbranche, die boomt ohne Ende, da können wir jetzt auch ein paar Kosten noch zusätzlich so. Und dadurch, dass Geld so billig war, haben sich natürlich Projektentwickler geärgert, wenn das 50.000 Euro teurer war, das Projekt, konnten das aber immer noch finanzieren. Und jetzt gab es einen ganz harten Aufprall auf die Realität durch diesen Zinssprung. Und wir stellen fest, dass was wir uns geleistet haben an staatlichen Vorschriften auf Bundesebene, auf Landesebene die Grunderwerbsteuer und manch kommunale Abgabe, kann man jetzt nicht mehr realisieren, weil die Finanzierungskosten für die Projektträger nach oben gegangen sind. Das wird der große Prozess sein, den wir mit der Bauministerkonferenz im November besprechen, die Kommunen sehen müssen, dass wir auf allen Bereichen wieder zu einfachen Lösungen kommen. Ja, die Kommunen brauchen natürlich die Einnahmen aus der Gewerbeimmobiliensteuer. Aber Herr Heilmann, Sie haben dieses GEG gestoppt, das sogenannte Heizungsgesetz, ganz kurzfristig vor dem Sommer, bevor es dann durch den Bundestag beratend abgeschlossen wurde. Haben Sie das gestoppt, weil Ihnen das Verfahren zu schnell ging, oder haben Sie inhaltliche Punkte, die Sie auch nicht empfinden? Ich habe schwere inhaltliche Bedenken. Ist es? Aber der Grund für meinen Antrag in Karlsruhe war, dass wir am Freitagnachmittag 200 Seiten bekommen haben, die wir de facto am Dienstag in den Fraktionen und am Mittwoch im Ausschuss hätten beschließen sollen. Genau. In einer komplizierten Rechtsmaterie. Sie haben ja dankenswerterweise angekündigt, dass Sie dieses Heizungsgesetz, das wir gerade vor 14 Tagen im Bundestag beschlossen haben, jetzt wieder anpacken. Und zwar ehrlich gesagt mit richtigen Gründen. Es ist einfach handwerklich nicht gut. Und unabhängig von der handwerklichen Schwäche hat es auch noch den Nachteil, dass es die Bevölkerung völlig verunsichert hat, weil sie die Reihenfolge der Maßnahmen aus meiner Sicht schlicht verkehrt rum gemacht haben. Alle diese inhaltliche Kritik hat nichts mit meinem Verfahrensgrund zu tun. Es ist seit vielen Jahren so, auch schon in der Regierung Merkel, ich habe es auch schon damals kritisiert, sind die Verfahren im Bundestag immer stärker zusammengerutscht. Und es gibt de facto gar keine Zeit mehr, sich damit sich wirklich auseinanderzusetzen. Damit wirklich die Experten können sich das nicht angucken, der Städtetag hat gar keine Zeit, mit seinen Kommunen zu reden, weil er innerhalb von 2 Tagen was dazu sagen soll. Mhm. Und das ist einfach nicht in Ordnung und hat ein Ausmaß genommen, dass das Verfassungsgericht dann meinem Antrag gefolgt ist und sagen, so könnte das bitte im Bundestag nicht weitermachen. So, und Sie haben das Gesetz jetzt dann trotzdem auch im Bundestag durchbekommen, obwohl Sie gerade gesagt haben, das könnte man auch besser machen, man könnte es auch einfacher machen. Warum fällt einem das ein, wenn das dann einmal durch ist? Nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Heizungsgesetz heißt ja so, weil es der Heizungsteil des Gebäudeenergiegesetzes ist. Und ich habe gesagt, wir brauchen eine Alternative zu diesen immer stärker steigenden Dämmstandards, die zum Beispiel auch die CO2-Speichereigenschaft von Holz berücksichtigen und die Bauphase mit berücksichtigen. Weil nur wenn man die Bauphase, die Betriebsphase und die Umbauphase eines Gebäudes betrachtet, kommt man zu der effektivsten Möglichkeit, CO2 zu sparen. Damit das aber einfach ist und die Menschen auf der Baustelle nicht verzweifeln, müssen wir Grundlagen dafür schaffen. Das heißt, wir brauchen digitale Dateien von den CO2-Speichereigenschaften der Baustoffe. Das wird also nicht von heute auf morgen gehen, sondern das zu entwickeln, das wird sicherlich zusammen mit den ganzen Verbänden mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Aber das Ziel ist, dass wir den Bauherren eine große architektonische Freiheit geben, den Ingenieuren eine große architektonische Möglichkeit geben, technisch zu gucken, wie sie zu ihrem Haus kommen. Weil jetzt neigen wir natürlich dazu, immer nur einen Typ von Haus zu entwickeln, und das muss nicht sein. Ja, aber das GIG macht genau das Gegenteil. Also das GIG belohnt nicht, wenn Sie Wärmerückgewinnung machen. Mhm. Ich würde Wärmerückgewinnung nicht zur Auflage machen, da sind wir einer Meinung. Aber jetzt ist es so, dass wenn ich Energie spare und damit natürlich auch CO2 spare durch Wärmerückgewinnung, also der Badlüfter wird nicht einfach nach draußen geholt, sondern ich behalte die Wärme drin. Das ist das Prinzip von Wärmerückgewinnung, das wir in Deutschland dringend brauchen. Das wird nicht als CO2-Einsparmaßnahme im Gebäudeenergiegesetz, also im sogenannten Heizungsgesetz, eingespart. Da steht man davor und denkt, aber eine Klimaanlage, die man einbaut, die wird anerkannt. Also ehrlich gesagt,
wenn das zu Ende denkt, was Sie sagen, dann müssen Sie leider das Gag schon wieder korrigieren, nachdem es noch nicht mal in Kraft getreten ist. Wird wahrscheinlich passieren. Also das Gag ist ja in Kraft. Sie meinen die Änderung des Gag. Ne? Ja. So, also wir haben in Deutschland ein Gebäudeenergiegesetz. Das wir zusammen gemacht haben, ist ehrlich gesagt besser war als das jetzige. Gut, wenn Sie alles zusammenzählen, was Sie jetzt planen, wann erreichen Sie denn die 400.000 Wohnungen, die Sie bauen wollen? Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Zinsen sich entwickeln, weil neben diesen strukturellen Bedingungen, die der Staat setzen kann, ist natürlich einer der ganz großen Fragen, die Entwicklung der Zinsen. Hat Olaf Scholz aber gerade vorgerechnet. In den 70er Jahren waren die Zinsen bei 9,5% und wie viele Wohnungen sind gebaut worden? 700.000 in einem Jahr? Ja, das ist immer die Frage, bei 4,5%? Wie viel Prozent von was? Ne? Das ist ja dann relativ, wenn Sie... Hat der Kanzler nicht recht? Also das ist, ich habe es ja gesagt, wenn Sie sich die Baufertigstellungspreise in den 70er Jahren angucken, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und in den 70er Jahren hat man natürlich auch auf eine Art und Weise gebaut, zum Beispiel auf der grünen Wiese mal eben 5.000 Wohneinheiten. War, wie gesagt, nicht mein Argument. War der Kanzler bei einem Wahlkampfauftritt in Bayern, hat er gesagt, also früher hat es ja auch funktioniert. Da ist es technisch nicht unmöglich. Die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass wir, glaube ich, im Jahr 2024 so eine Art Schockstarre haben. Das heißt, die Vermieter haben sich noch an die alten, die Verkäufer haben sich an die alten Preise noch gewöhnt und die Käufer warten ab, dass es ein bisschen runtergeht. Und ich glaube, dass wir 25, 26 auch wieder eine Wiederbelebung haben, weil sich alle an die 4% Zinsen gewöhnt haben. Mhm. Aber 24 wird das wirklich nochmal ein schwieriges Jahr und deswegen haben wir auch dieses Paket gesetzt. 25 aber auch. Also ich meine, es ist aber ja kein... Wann glauben Sie denn, dass die Regierung 400.000 Wohnungen hinkriegt? In dieser Legislaturperiode auf keinen Fall. Das heißt also, bis Sie... Also die erste Hoffnung, dass die Zinsen runtergehen. Ich meine, es gibt ja Future, es gibt ja einen Markt dafür. Und der spricht überhaupt nichts dafür, dass die Zinsen, die Bauzinsen in den nächsten 10 Jahren runtergehen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen und müssen ein Maßnahmenpaket machen, dass wir trotz der Zinsbelastung genug Wohnungen bauen, weil wir ja gerade in den Großstädten eine echte Wohnungsnot haben. Das ist ja jetzt auch im Vorgespräch gesagt worden. Und wir werden uns, wie ich finde, mehr kreative Lösungen. Ja. Der Kollege Schmitz vom Stern hat das ja gerade in der Sendung gesagt. Wir werden uns da mehr ausdenken müssen. Da gäbe es auch noch mal ein paar Ideen mehr, finde ich. Und aber sind jetzt echte Macherqualitäten gefragt. Dazu. Sie waren ja Berliner Senator, das Enteignungsvolksbegehren gehört nicht dazu. Sie glauben das, nicht, das Enteignungsgesetz schafft keine Wohnung, sondern es führt ja nur dazu, dass bestimmte Wohnungen jemand anders gehören. Dass der Staat nun der bessere Unternehmer ist, hat er bisher nicht immer bewiesen. Es ist wahnsinnig teuer. Ja. Es ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Das wird ja jetzt in einem aufwendigen Verfahren geklärt und im neuen Berliner Senat, Gott sei Dank. Und es führt zum völligen Alarm der privaten Bautätigkeit. Und dass der Staat das alleine bauen kann, das halte ich für ausgeschlossen. So, die Bautätigkeit, die private, ist jetzt schon alarmend. Haben Sie eine Sympathie fürs Enteignen großer Wohnkonzerne, die deshalb groß geworden sind, nicht zuletzt, weil der Staat ihnen ihre Wohnungen verkauft hat? Seine Wohnungen? Also wie gesagt, das kostet jede Menge Geld, weil die Entschädigung muss natürlich dann auch finanziell untersetzt werden. Und die Anzahl der Wohnungen ist dann stabil. Insofern schien mir als Brandenburgerin es eher logischer, dass man eine Randbebauung beim Tempelhofer Feld macht. Dann kann man mit derselben Menge Geldes nämlich zusätzliche Wohnungen bauen. Was aber natürlich eine wichtige Debatte ist, dass wenn wir einen entspannten Wohnungsmarkt haben wollen, es gut ist, wenn es viele öffentliche Genossenschaften gibt, die dann auch entsprechend preisdämpfend auf den Markt gehen und wir keine Monopolisten haben. Naja, okay. Der Berliner alte Senat, der Rot-Rot-Grüne, hat den Genossenschaften keine Grundstücke gegeben. Genossenschaften, nicht nur private nicht, sondern nicht Genossenschaft, naja, dann hat man das Problem vergrößert. Das ist ja nicht nur in Berlin das ein Berliner Problem, sondern ein ganzes. Also wann werden Sie die 400.000 haben? Er hat gesagt, Sie schaffen es nicht mehr, solange Sie Bauministerin sind. Sie hofft ja auf eine neue Legislatur. Dann gehen wir mal von dieser aus. Wissen Sie gar nicht. Stimmt. Also, wollen Sie aufhören, Frau Geiwitz? Das würde jetzt zu weit führen. Nein, aber wann wollen Sie 400.000 Wohnungen? Also erstmal, ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, dass wir steigende Fertigstellungszahlen, insbesondere auch im sozialen Wohnungsbau sehen werden. 400.000 ist die Latte. Wann? Also ich sag mal, es ist mathematisch äußerst unwahrscheinlich, dass man eine Steigerung hat einer Produktivität in der Branche von über 30% in der Zeit, wo wir ein äußerst geringes Wachstum haben. Also sagen Sie mir jetzt, dass Sie in dieser Legislaturperiode das nicht mehr erreichen werden? Ich fürchte, das ist der Fall. Okay, ein ehrliches Wort.
Dann lieber aufs Land ziehen, wie Sie gesagt haben, die Familien zumindest. Also ich glaube, es wird ja mal der Unterschied aufgemacht, entweder man lebt in Berlin-Mitte oder man muss auf ein kleines Dorf ziehen, wo es nur eine Bushaltestelle gibt, wo kein Bus fährt. Die Wahrheit ist aber, dass wir natürlich ganz viele kleine und mittlere Städte in Deutschland haben, auch mit einem entspannten Wohnungsmarkt. Und wichtig ist, dass Volker Wissing jetzt zum Beispiel Milliarden in die Bahn steckt, ja, weil es durchaus attraktiv ist, in diesen kleinen und mittleren Städten zu wohnen und dann vielleicht in die Metropole zu pendeln. Wenn die Bahn kommt. Darf ich dazu noch eine Idee äußern? Wenn wir mal anfangen würden, die in diesen mittleren Städten, die Frau Galwitz zu Recht erwähnt hat, die ganzen Immobilien, die tagsüber nicht gebraucht werden, wie Vereinsheime, Kirchen und so, für Coworking Spaces zu nutzen, dass die Leute dann da auch arbeiten können, ohne dass der Arbeitgeber dahin zieht. Das wird er ja nicht tun. Und dass sie dann vielleicht nur noch einmal in der Woche zu ihrem Stammarbeitsplatz fahren, dann wird es natürlich auch attraktiver, spart Pendelverkehr, spart Klima. Also man könnte auch mal kreativer, die sind sowieso da, diese Einrichtungen. Also man könnte auch sich auch mal ein paar Maßnahmen, die nicht mal viel Geld kosten und relativ schnell wirken, ausdenken. Wir hoffen auf Kreativität in jeder Hinsicht und danken für den Besuch heute. Vielen Dank, Clara Galwitz, für den Besuch und Thomas Heilmann. Schön, dass Sie da waren. Danke.